Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wieder zu einem Investing-Video. Der neue Player von Manfred bald kommt. Und dazu habe ich mir drei Spieler rausgesucht, die meiner Meinung nach sehr wahrscheinlich kommen könnten. Eigentlich kann nur einer kommen und da werden wir einfach mal durchgehen, welche drei meine Favoriten sind. Und fangen wir einfach mal mit dem ersten an. Und ihr seht, es ist Gabriel Jesus. Dafür habe ich mir hier ein Brasilien-Team gebaut mit zwei Informs. Kostet auch gar nicht so viel. Schaut einfach, dass er da ein paar gute Brasilianer halt günstig bekommt. Wenn ihr natürlich noch welche von Man City bekommt. Ich habe die beiden, glaube ich, auch untauschbar. Ihn hier auf jeden Fall untauschbar. Könnte ich ja abgeben, weil den bräuchte ich so nicht. Und wenn ich dafür dann einen Player vom Anfang nehmen bekommen würde, würde ich den abgeben. Gehen wir einfach mal durch, was ich für die ganzen Karten bezahlt habe. Könnt ihr euch genau dieselben Spieler holen. Wenn die natürlich, sagen jetzt einfach mal, Jesus ist sehr, sehr teuer, den würde ich nicht kaufen. Aber wenn der halt kommt, wenn man den halt unbedingt braucht, wenn die sagen, gebe einen brasilianischen Stürmer ab, könntet ihr so theoretisch sogar Fernandinho einfach umformen, weil anders, der, also das könnte man so machen. Weil die, oder die machen halt direkt, gebe einen Gabriel Jesus ab. Bei den Informen von Gabriel Jesus werden die nicht verlangen, das wäre viel zu viel, der kostet 500k ungefähr. Das wäre viel zu viel. Also kann ich mir persönlich nicht vorstellen, dass die den fordern. Ich zeige euch jetzt einfach mal die Spieler hier. Hier 16k für diesen brasilianischen Inform wird man nichts verkehrt machen. Luis Gustavo auch nicht mal 15.000. Ihr seht, die meisten hier, die 82, die kosten schon so 2.000, 3.000 Münzen. Also ist auch ein bisschen was schon. Aber hier Naldo ist auch perfekt. Den werdet ihr auch noch später sehen, warum ich den auch noch gekauft habe. Aber ihr seht ja Brasilianer von Man City und andere sehr, sehr gut. Könnt natürlich auch andere Brasilianer holen. Wenn ihr seht, ah, so 82er, 83er für einen okayen Preis für so 2000 Münzen, könnt ihr nichts verkehrt machen. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Team. Ihr seht, das ist jetzt, habe ich hier Jesus 2 genannt. Und das ist jetzt einfach ein Manchester City Team mit ein paar anderen Karten dabei. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die komplett wollen, dass man ein komplettes Manchester City Team ab. Also, dass man ein komplettes Manchester City Team abgeben muss, weil sonst müsste man wahrscheinlich sogar noch, wie heißt der, De Bruyne und so kaufen. Das wäre schon sehr, sehr teuer. Und der andere Innenverteidiger, Kompany. Gehen wir einfach mal durch, welche Spieler ich hier genommen habe. Also, die hier kosten alle auch nicht wirklich viel. Also, sind alle Abstoß. Otamendi kostet zwar ein bisschen was, aber 40.000 für ihn ist sehr, sehr wenig, weil wenn man den braucht, wird der sehr, sehr teuer. Wird locker, wie weit geht seine Preisrange? Bis 200.000. Ich weiß nicht, wie viel er aktuell liegt, aber ich habe ihn gesniped für 38. Ja, so 40, 42 wird er schon kosten. Einfach mal durch hier. Bernardo Silva für 3,2 geholt. Moi könnt ihr auf jeden Fall noch holen. Habe ich ja im anderen Investing-Video gesagt, holt euch den so oft ihr könnt. Hab mir den auch 5-mal mitgenommen, also 20.000. Ich habe auch manche für 17 oder 16 bekommen. Relativ günstig für einen Premier League-Inform. Macht man nichts verkehrt. Hier habe ich einfach noch einen untauschbaren Son drin. Hier 82 aus der Premier League für 800. Nehmt die einfach mit. Da werdet ihr nie was verkehrt machen für den Preis hier. 7.800, perfekter Preis. Genauso wie Bravo hier für 900. Dann wäre es das hier mit dem Man City Team gewesen, mit noch ein paar anderen Karten. Wenn ihr natürlich relativ viel habt, könnt ihr natürlich auch in andere Man City Spieler wie diesen Kompany investieren. Weiß nicht, was die sonst noch alles haben. Könnt ihr einfach mal schauen, was die haben. Wenn ihr natürlich genug habt, könnt ihr natürlich auch in diese Spieler investieren. Aber De Bruyne kann ich mir nicht vorstellen. Silva könnte vielleicht sogar noch sein, dass man den braucht. Aber De Bruyne wäre zu teuer. Aber Silva und Kompany, wenn sie halt ein komplettes Team fordern. Gündogan könnte man vielleicht auch noch verwenden. Walker weiß ich nicht, was er kostet. Ederson, Touré sind auch noch interessante Spieler. Weil es gibt nicht so viele hochbewertete Spiele von Man City. Also so ganz viele gibt es nicht. Also ein paar und dann halt noch De Bruyne, Aguero, die viel zu teuer sind. Aber das, damit bin ich schon gut dabei, denke ich, mit denen, was ich hier geholt habe. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Team. Und hier habe ich jetzt einfach mal 11 Informs reingeklatscht, weil Gabriel Jesus hat keinen Ex-Verein sonst, den es in FIFA gibt. Und die werden nicht nur zwei Challenges machen, die werden nicht nur ein Man City-Team bauen und ein Premier League-Team. Die wollen hier deutlich mehr, davon gehe ich aus. Und natürlich, also ich schätze, dass die vier Challenge machen, eins mit Man City, ein brasilianisches Team, so ein Inform-Team und vielleicht ein Team, wo er gegen gespielt hat, so in der Art, sowas werden die bringen, weil hier so 11 Informs, das sind ungefähr 150.000, wenn ihr es jetzt holt, ungefähr 100.000, also 110.000, weil jeder kostet ungefähr 10.000, werdet ihr nichts verkehrt machen, weil letztes Jahr war das bei Diego Costa auch so, da sind diese Spieler von 10.000 dann auf 30.000 gestiegen, deswegen kann man da auch nicht
nichts verkehrt machen mit diesen Informs für 10.000 Münzen. So, das nächste ist einfach ein BPL-Team. Kann man immer mitnehmen. BPL-Spieler, egal für wer kommt, BPL-Spieler werden in Zukunft immer steigen. Gehen wir einfach mal durch. Ich habe hier auch, wie gesagt, sehr, sehr viele untauschbare Karten drin. Deswegen habe ich die einfach mal reingeklatscht. Hier in diesen zwei seltenen Spielersets einfach sehr, sehr viele schon gezogen. Ihr seht hier sehr viele untauschbare. Auch hier so 1200 für Schneiderlin. Nehmt den mit. Ist sehr, sehr günstig. Genau so wie für einen Ramsey 450. Das ist geschenkt, dieser Preis. Hier noch Vardy untauschbar und Benteke auch untauschbar. Die könnte man natürlich dafür weghauen, die braucht kein Mensch mehr. Also ich brauche die zum Beispiel nicht mehr. So, und dann gehen wir zum zweiten Spieler. Also Jesus hat, glaube ich, 3 Torbeteiligungen. Also ist auf dem 3. Platz meiner Meinung nach. Jetzt kommen wir zu Sterling. Er hat 4 Torbeteiligungen, hat 2 Tore und 2 Vorlagen gemacht. Gehen wir einfach mal ins erste Team rein hier. Und Sterling hat bis jetzt für 3 Vereine gespielt und hat in der Jugend für Queen's Park Rangers gespielt. Bin in der zweiten englischen Liga, dafür habe ich mir einfach mal ein paar Spieler geholt. Die kosten auch einfach überhaupt nichts, gehen wir einfach mal durch. Hier, das ist dieser Verein, Queen's Park Rangers, kosten alle 200. Also wenn die nicht kommen, könnt ihr die direkt wieder für 200 verkaufen, werden auch weggehen. Also die werdet ihr ruckzuck wieder los. Gerade wo die englische Liga ist sehr, sehr beliebt, gehen super weg dann. Ihr seht hier alle für 200 geholt. Hier habe ich auch noch ein paar Goldene geholt. Also besser gesagt habe ich die gezogen. Habe ich einfach behalten. Wenn ihr da natürlich noch ein paar holen könnt für 400-500, ist das auch vollkommen in Ordnung für 400-500 einen Goldspieler. Den habe ich als Erstbesitzer und den Rest für 200 geholt. Also da wird mir nichts verkehrt machen mit diesen Spielern. So, nächste Team von Sterling. Und das ist ein England-Team. Und auch hier seht ihr, habe ich wieder 3 Informs drin. Ich werde davon nicht ausgehen, dass die hier 3 Informs von England fordern, aber so einer ist schon realistisch. Ich habe halt 3 im Verein, deswegen habe ich die jetzt einfach hier reingeklatscht. Ich weiß auch nicht, ob das hier im Rating reichen wird, weil die halt sehr, sehr niedrig bewertet sind, die meisten Spieler von England. Und von England gibt es auch nicht so hohe, also so ganz viele hohe Spieler, also die haben wir da nicht so viel. Schauen wir mal hier durch, also ja, Legenden wird man nicht abgeben wollen. Ja. Kane könnte man vielleicht holen, dieser Cahill ist noch recht interessant und dann wird's schon, dann geht es schon auf die 80er zu, ihr seht, also da vielleicht Dyer könnte man vielleicht noch mitnehmen, werde ich mir später noch anschauen, weil die sind noch okay und der wird nicht wohl, ja ist okay, also den kann man auch noch mitnehmen und Dyer, okay, die 2 werde ich mir später noch holen, also da, weil das ist schon recht niedrig da, aber die 2 sind noch vollkommen in Ordnung mit ihrem Preis. Hier mal einfach mal durch, welche Spieler ich mir hier geholt habe. Hier 450, aber sehr, sehr viele auch Erstbesitzer, untauschbar, wie gesagt. Hier Informs unter 10.000, die meisten. Ihn hier für 7.000, war die wieder drin, er hier für 10.000. Also. Und wenn die halt nicht kommen, ihr kauft diese Informs. Ihr könntet die theoretisch für 9.3 wieder abstoßen oder die gehen auch wieder weg. Wenn ihr könnt jetzt einfach mal schauen, was der aktuell kostet. Habe ich aber schon vor ein paar Wochen geholt, den hier. Also 10k oder so kostet der mittlerweile. Die anderen dürften jetzt nicht so viel kosten. Also die solltet ihr noch, wenn ihr da drauf bietet, für 10 schon bekommen. Ja, hier ist einer für 11. Also ja, die werdet ihr noch für 10 bekommen. Die englischen Informs. Also ja, aktuell schon noch. Irgendwann gibt es die dann nicht mehr für 10.000. Hier, ja, gibt es auch für 11 hier und für 10.000 geboten. Ist auf jeden Fall klar. Gehen zum nächsten Team. Wenn ihr dazu natürlich irgendwas zu irgendwas Fragen habt, dann schreibt es sehr, sehr gerne in die Kommentare. So. Was ist das jetzt? Ah, okay, auf der Bank. Hier habe ich jetzt einfach noch von Sterling Man City Spieler und Liverpool Spieler reingepackt. Ich erst gewundert, weil die Mannschaft hier komplett leer aussah. Aber weil da kann ich mir auch vorstellen, dass die fordern, baue insgesamt 6 Spieler von Man City und von Liverpool ein. Wenn die natürlich sagen, baue auch noch einen Inform ein, man natürlich ein hohes Rating braucht, ist Otamendi halt sehr, sehr gefragt. Ihn könnte man natürlich in so wie gut wie fast jede Challenge von den Spielern hier gebrauchen. Das ist einfach so. Gehen einfach mal die Spieler, die meisten habt ihr jetzt eh schon gesehen. Da gehe ich jetzt auch im Schnelldurchlauf durch. Bis auf Delph und Mignolet und so habt ihr, glaube ich, jeden gesehen. Und bis auf ein paar Liverpool-Spieler. Aber ja, ihr seht die Spieler ja. Ist eigentlich egal, für wie viel ich die geholt habe. Ihr holt die einfach dann für den billigsten Preis dann, wo es aktuell dann gibt. So, nächste Team sind die 3 Mannschaften.
wo die Man City Spieler gegeneinander gespielt haben, also da gegen die Teams haben die gespielt. Das ist einmal Burnley hier, das sind auch schon hochbewertet. Die könnten natürlich die höchstmöglichen holen, wenn die relativ günstig sind. Stoke City und West Brom Albion. Können wir nochmal durchgehen, ob die noch irgendwas Höheres haben. Aber ich denke, ich habe die höchsten geholt. Burnley. Okay, Heaton, interessant. Packt ihr euch einfach mit und dann schaut ihr einfach, was die kosten. Wenn die nicht zu viel kosten, nehmt die einfach mit. Das ist dann, ja, kosten ja kaum was. Shaqiri ist sehr, sehr teuer, den werde ich nicht holen. Und dann noch West Brom. Ja, Krychowiak wird auch nichts kosten. Kann man sich wahrscheinlich sogar für 6,50er bieten. Ja, 700 ist okay. Na, 700 kriegt man den. Also für 700 könnt ihr den holen. Den gibt es hier vorne schon für 1000 zum Sofortkauf. Und Heaton werdet ihr auch für 6,50. Ja, 6,50. Guter englischer Torwart. Auf jeden Fall klar. Nächster Mannschaft. So. Nächste Mannschaft ist hier, ihr seht, von Sané. Und Sané ist auch relativ interessant, weil... Ganz wichtig, wie gesagt, ich habe jetzt hier die Teams nicht mehr gebaut von Man City nochmal, weil wäre unnötig, dass ich die hier dreimal baue. Wie gesagt, das von Man City, das nehmt ihr für alle drei und natürlich dann von jedem die Nationalität. Für Sané werdet ihr ein Deutschland-Team und ein Bundesliga-Team bauen. Ganz wichtig, Sané hat früher in der Jugend für Leverkusen gespielt, habe ich persönlich auch nicht gewusst. Immer gedacht, dass der purer Schalker wäre, aber deswegen habe ich mir auch noch ein paar Leverkusener geholt, also die meisten hatte ich eh im Verein. Brand sehr, sehr interessant, falls die fordern, gebe einen in Form von Leverkusen oder Schalke ab. Das könnte natürlich sein, wenn die das fordern, wäre aber eine sehr, sehr hohe Anforderung. Deswegen könnte auch ein Völkrug vollkommen ausreichen für 10.000. Hier habe ich auch noch einen Stenzel für 10.000, also ihr seht, und hier Fährmann und Naldo, die zwei besten Schalker, bis auf Goretzka. Goretzka kostet 20.000 ungefähr, viel zu teuer. Und da ist das Preis-Leistungs-Verhältnis von den beiden viel, viel besser, von Fährmann und Naldo, weil die ein gutes Rating haben und beide nichts kosten. Fährmann kostet genauso viel wie Naldo und ja, Fährmann hat zwei Ratings besser. Dann natürlich euch entscheiden müsst, holt natürlich nur Fährmann. Und das geht auf jeden Fall hier klar. Wie gesagt, ein pures Deutschland-Team kann man sich natürlich auch noch bauen. Und man hat noch Mario Gomez und sowas. Ich glaube aber, Deutschland hat gar nicht so hohe Spieler, bis auf Özil und so. Können wir mal kurz durchgehen. Ja, Mustavi, wenn man den braucht, ja, wird er auch sehr, sehr teuer. Reus und so, denke ich, dass man den nicht brauchen wird. Also gehe ich nicht von aus, dass man Reus da abgeben muss. Kann natürlich sein. Gündogan, das wäre natürlich die Frage, wenn die sagen, hier 11 Deutsche, 2 von Man City, 2 von Schalke, 2 von Leverkusen. Dann bräuchte man Sané und Gündogan. Aber, oder vielleicht nur einen, wenn die sagen, gib einen von Man City ab. Also vielleicht werde ich mir noch einen Gündogan holen. Schauen wir mal, die Coins sehen okay aus. Könnte für einen Günni noch reichen. Ja, Freunde, und dann wäre es das mit diesem Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt sehr, sehr gerne einen Daumen hoch. Schreibt was in die Kommentare. Ciao, ciao. Bis die Tage, meine Freunde.